show, staring at the yellow blue sky. He's whistling out a song he learned the way, and while the music's plenty, he feels so free and listens to the sound. The melody becomes his life and shine. So everything's fine, he's on the way, and while the music's plenty. So, dann kommen wir mal von mir zu einem wirklich großen Künstler, von dem ich sehr viel Respekt habe. Wo ist er denn? Hat er? Ja, von dem auch. Zu Eric Clapton. Und er singt diesen Song darüber, so biografisch nachgewiesen, über seinen tiefen Fall. Nachdem er kein Geld mehr hatte, waren auch plötzlich keine Freunde mehr da. Das ist bestimmt kein schönes Gefühl. Viel Spaß trotzdem. Once I lived the life of a millionaire, spent all my money, didn't have any care. I took my friends out for a mighty good time. We bought bullet liqueur, champagne and wine. Then I began to fall so slow, lost all my good friends and nowhere to go. I got my hands on a dollar again. I hang on to it till the Joe Deagle drinks, 'cause nobody knows you. And when you're down and out, in your pocket, not one penny. And as for friends, you don't tell family. When you get back on your feet again, and everybody wants to be along the strings, I said it straight without any doubts. Nobody knows you when you're down and out. Nobody knows you. And when you're down and out, in your pockets, not one penny. And as for friends, you don't tell family. When you get back on your feet again, and everybody wants to be along with friends, I stand straight without any doubts. Nobody knows you. Nobody knows you. Nobody knows you when you're down and out. Dankeschön. Ich werde mal kurz einen Schluck weiter. Die Stimmung ist gerade so. Hört auch die Stimme, ne? Jetzt kommen wir zu einem relativ schnellen Song, also von mir. Und ist quasi mein Metal-Song heute. Also haltet euch fest. Naja, es geht darum, dass man sich einem neuen Ding öffnet. Also das muss nicht im Sinne sein, von wegen, dass man immer umzieht oder ins andere fremde Land, sondern einfach mal ein neues Buch liest oder
neue Menschen kennenlernt. Und er wird dafür zu öffnen, deshalb ist er auch ein bisschen aufrüttelnder und appellierender, wie auch immer. Ich bin noch nicht so weit weg, wird auch Leute sehen. Viel Spaß! Beispielalbum kritisieren, ist es bestimmt auch so ein bisschen wie bei Kings of Leon, das und bei The Night, ist alles ein bisschen überproduziert, aber trotzdem, wenn man sich die früheren anhört, ist es knackiger und besser irgendwo, aber ist ein schöner Song, ich habe den einfach mal ausprobiert. Viel Spaß. Young